heutigen Vortrag soll es um Row-Pattern-Matching gehen. Wer hat denn das schon mal gehört? Bitte Hand heben. Ah, wer hat es schon verwendet? Ah ja, schwerer Fehler. Ganz wenige. Weil ich dir neulich gezeigt habe, oder? Ich fange mit dem Slide, den ich eigentlich normalerweise immer erst ganz am Schluss als Überraschung reingebe. Den Slide, den ich normalerweise als Überraschung am Schluss mache, mache ich gleich mal ganz am Anfang. Seit wann gibt es das? Seit 12.1. Also es könnten wahrscheinlich schon sehr, sehr viele in diesem Raum tatsächlich produktiv einsetzen. Hoffe ich zumindest. Wobei einige haben jetzt wahrscheinlich auch eine Galgenfrist gerade bekommen, oder? Also das könnte unter Umständen auch ein Grund sein, da nochmal drüber nachzudenken. Gut, Row-Pattern-Matching. Worum geht's? Der Werbeslogan lautet Regular Expressions auf Zeilen anwenden. Und das ist es eigentlich auch. Und damit dann Musterkennung betreiben, mit dem häufigsten Anwendungsfall Zeitleisten, Zeitserien in irgendeiner Form abzudecken. Ich habe da mal ein ganz einfaches Beispiel vorbereitet, ein Logfile, so wie es zum Beispiel ein Webserver-Logfile sein könnte, einfach nur, weil das jeder kennt. Da hat man so eine Zeitachse und über die Zeit kommen da halt so die Events daher, irgendwelche Page-Impressions oder sowas. Und ich möchte da jetzt ein bisschen eine Analyse darauf betreiben und zu diesem Zwecke definiere ich, dass eine Session so lange dauert, solange diese Events, diese Hits mit weniger als 30 Minuten Abstand daherkommen. Ja, wie macht man sowas in SQL eigentlich? Wie geht man mit sowas um? Diese Sessions möchte ich also einerseits erkennen und dann noch ganz rudimentäre Analyse machen. Nämlich das Beispiel, was ich mache, ich möchte einmal zählen, wie viele Sessions habe ich eigentlich in meinem Logfile? Und dann zum Zweiten, wie lange dauern die denn im Durchschnitt? Aber das ist natürlich nur stellvertretend für alle möglichen Analysen, die man da so betreiben kann. Und da gibt es zwei Ansätze jetzt neuerdings eben. Nämlich es gibt die Möglichkeit, mit den Window-Funktionen zu arbeiten oder Analytic Functions, wie sie in Oracle genannt werden. Das gibt es schon lange und das ist eigentlich sehr etabliert und das verwenden sehr, sehr viele. Gibt es auch Untergruppen davon. Ich verwende hier im Beispiel dann die Startup-Group-Tagging-Methode. Und es gibt jetzt eben die neue Methode, das Ganze mit diesen Regular Expressions, mit dem Match-Recognize-Row-Pattern-Matching umzusetzen. Und einfach, weil man das schon so ein bisschen kennt, fange ich einmal an, damit einfach nur Sessions zu zählen. Und zwar auf die gut alte bewährte Methode mit Window-Funktionen. Und was man da sieht, ist im Wesentlichen einmal die wichtigste Bedingung hier. Diese Bedingung, alles, was innerhalb von 30 Minuten passiert, zählt als Fortsetzung einer bestehenden Session. Die ist da reinkodiert. Und dieser Teil macht jetzt nichts anderes, als einen Einsatz zu liefern, wenn die Bedingung eben nicht gegeben ist. Also immer für den ersten Hit einer Session bekomme ich immer einen Einser und ansonsten bekomme ich halt nichts, ein Null. Und damit kann man dann eigentlich auch schon zählen, wie viele Sessions das sind. Und was ich hier verwende, ist eben die Window-Funktion lag. Damit greife ich auf die vorherige Zeile zurück, entsprechend einer Order-By-Klausel. Und es funktioniert eigentlich wunderbar. Und konnte man bis vor kurzem nicht viel Böses darüber sagen. Und dann kann man dann natürlich einfach zählen. Dann weiß man schon, wie viele Sessions habe ich da jetzt drinnen. So, und als Einstiegsbeispiel das Gleiche jetzt noch einmal mit der neuen Methode, mit der Match-Recognize-Klausel. Das ist bereits die komplette Query. Der interessante Teil ist eben das, was im Match Recognize ist. Das folgt hier einem Tabellennamen in der From-Klausel. Und wie das Ganze so ist bei SQL, sehr, sehr häufig macht Sinn, das Ganze von unten nach oben zu lesen und nicht unbedingt von oben nach unten. So ist es auch bei dieser Klausel, finde ich, deutlich einfacher zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Das allererste, was wir da haben, ist die Define-Unterklausel. Damit definiert man sogenannte Pattern-Variablen. Wir haben nämlich einerseits gesagt, es ist schon so ein bisschen Regular Expression-mäßig, aber Regular Expressions arbeiten auf Charakter. Wir wollen hier auf Zeilen arbeiten. Und da müssen wir zuerst diesen Charakter quasi definieren. Und da kann man eben solche Pattern-Variablen definieren und sagen, eine Zeile, die dieser Bedingung entspricht, nämlich innerhalb dieser 30 Minuten reinfällt, die soll die Bedingung, also der Pattern-Variable neu, new, zugeordnet werden. Dann der nächste Schritt ist die Pattern-Klausel. Sie ist dann gleich hier oben, wo ich jetzt wirklich das trivialste Regular Expression Pattern habe, was man nur haben kann, nämlich genau nur, finde mir so eine Zeile, die dieser Bedingung entspricht, die dieser Neubedingung entspricht. Und das war es eigentlich auch schon wieder. Logischerweise, das Order By muss ich natürlich da haben, damit ich irgendein ein Vorher-Nachher definieren kann. Und damit treffe ich schon genau dieselben Zeilen wie vorhin. Die treffe ich jetzt unter dem Namen Neu. Und die kann ich dann einfach zählen. Weil
Per Default funktioniert das Match Recognize so, dass das, was es matcht, liefert es auch zurück und was es nicht matcht, liefert es nicht zurück. Das heißt, es ist auch gleichzeitig rausgefiltert worden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man mit dieser Klausel gleich mehrere Dinge auf einmal machen kann, wo man bei Overklauseln sehr, sehr oft verschachteln muss. Um das Ganze noch ein bisschen deutlicher zu machen, gehen wir zum nächsten Beispiel. Wie könnte ich jetzt die durchschnittliche Sessiondauer ermitteln für diese Sessions? Wiederum mit dieser Match-Recognize-Klausel. Gehen wir es wieder durch. Ich definiere mir diesmal eine andere Pattern-Variable, nämlich genau das Gegenteil. Nicht ein Session-Beginn, sondern Session-Fortsetzung, also alles, was binnen dieser 30 Minuten hineinfällt. Das Pattern ist jetzt auch schon ein bisschen spannender. Und da kennt man schon so ein bisschen, ah ja, Moment mal, das Sternchen könnte man von Regular Expressions kennen. Dieses Pattern hier bedeutet nämlich vor allem, matche mir alles, was zuerst einmal, also eine Zeile, die dem New Pattern entspricht. Und wenn man da jetzt genau schaut, das New Pattern hatte ich zwar vorher definiert, aber nicht in dieser Define-Klausel. Das ist eine der Skurrilheiten dieser Definition. Wenn man Pattern-Variablen in dieser Pattern-Klausel verwendet, die es nicht gibt, dann passt einfach jede Zeile. Das heißt grundsätzlich mal, matche mir irgendeine Zeile. Und dann versuche, und das ist eben das Cont-Stern, dann versuche ich so viele Zeilen wie möglich, das ist das Sternchen, 0 bis unendlich viele Zeilen, zu treffen, die dieser Bedingung entsprechen, die ich da unten definiert habe, die nämlich innerhalb des 30 Minuten Zeitintervalls hineinfallen. Und so fängt es also an, also die erste Zeile wird gematcht. Also dann gehen wir noch weiter. Dann haben wir da noch, genau, das. Ich habe gesagt, Match Recognize filtert auch, aber es kann noch viel, viel mehr. Es ist nicht nur, dass die Sachen, die nicht gematcht werden, nicht rausgegeben werden, sondern ich kann auch sagen, was ich mit den Zeilen machen möchte, die diesem Match entsprechen. Ich kann sie entweder 1:1 rauswerfen lassen oder ich kann auch gleichzeitig ein Group-By drauf machen, indem ich sage, one row per match möchte ich im Ergebnis haben. Und es ist tatsächlich auch gleichzeitig ein Group-By. Da muss man logischerweise auch definieren, welche Spalten man haben möchte, weil beim Group-By ist das halt so. Da heißt es jetzt Measures, aber stellen wir uns vor, es würde Select heißen, es hat dieselbe Funktion, es ist eine Projektion de facto. Und da kann man sich ausrechnen, eben was man will. In dem Fall habe ich mich dazu entschieden, die Last- und First-Funktionen zu verwenden. Genauso könnte man es mit Max und Min machen, wie man es bei Group-By machen würde. Da kann man also gezielt auf einzelne Zeilen dieses Matches zugreifen, nämlich First und Last. Wenn man die beiden subtrahiert, dann hat man auch schon die Dauer davon. Und das kriegt man dann als Ergebnis zurück. Also man kriegt nicht zurück, was nicht matcht, was in dem Fall nichts ist. Das, was matcht, kriegt man nur eine Zeile pro Match zurück, auch wenn das tausende Zeilen drinnen sind in dem einen Match. Darauf kann man dann eine gewisse Analytik machen. Das ist das Ergebnis. Und von dem Ergebnis kann man dann letztendlich machen, was man will. In dem Fall mache ich einfach nochmal ein Average und ein Count, damit ich eben die durchschnittliche Laufzeit dieser Sessions habe. Ich habe da kesserweise einfach behauptet, man könnte ein Average von einem Intervall machen, was ja standardmäßig auch wunderbar schön wäre. Oracle schmeißt dann eine Exception. Was man da machen müsste in Wirklichkeit ist herumcasten auf Sekunden oder sonst irgendwelche Einheiten und daraus dann das Average bilden. Das wollte ich euch einfach nicht antun. Es hat essentiell überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, sondern einfach nur. Was da auch sehr verwirrend ist in dem Zusammenhang ist, wer Klauseln hinten anstellen, hehehehe, eher nicht. Also man muss, wenn man da filtern möchte auf der Log-Tabelle, dann müsste man da ein Subquery schreiben. Die Reif-Table, einfach weil die Spalten eben verschwinden. Und selbst wenn sie nicht verschwinden, wenn man das wirklich auf einfachen Werklausen filtern kann, dann sollte man das auch tun, weil das Pushdown durch das Match Recognize, das habe ich mir noch nicht angeschaut und ich würde mal pauschal nicht so vertrauen. Also durchs Partition By vermutlich, aber alles andere eher nicht. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie man sowas da jetzt mit Window-Funktionen machen würde. Also ich hatte vorher schon mit diesem Start-of-Group-Tagging gemacht, dass ich einfach nur zähle, wie viele Sessions da sind, indem ich jeweils die erste Zeile einer Session identifiziere. Aber wenn ich jetzt ein Average auch noch bilden muss, dann schaut das ungefähr so aus. Ja. Es fängt wieder so an, wie wir es vorher hatten, eben dieses Start-of-Group-Tagging. Damit erkennt man eben die ersten Zeilen, die ersten Einträge. Die kann man dann verwenden, eben um das durchzunummerieren, indem man das aufsummiert mit einer Window-Funktion. Das ist auch eine gängige Praxis. Dann hat man halt jeder Session quasi eine Nummer zugeteilt. Und ab da ist es einfach, da macht man dann ein Group-By auf diese Nummer und dann kann man das machen, wie man es gehabt hat. Ist jetzt auch nicht unüblich, ehrlich gesagt. Also habe ich mehr als einmal gemacht in meiner Karriere. Ist halt vierfach verschachtelt, wenn man es nachzählt. Was könnte das potenziell bedeuten? Ja.
Ja, es ist natürlich von der Lesbarkeit ein bisschen, naja, okay, aber man kann das ja auch alles besser arrangieren. Aber wie ist denn das mit der Performance? Und da bin ich dann ein bisschen skeptisch geworden und habe mir angeschaut, wie ist das eigentlich? Mit Match Recognize kann man irrsinnig viel auf einmal machen. Man kann nämlich damit suchen durch die Patterns, man kann damit gruppieren, dadurch, dass man sagt One Row, man kann damit auch gleichzeitig filtern oder sowas ähnliches wie Having, kann man plötzlich nämlich auch auf Window-Funktionen anwenden, was man ja an sich nicht hat, wo man auch schon schachteln muss. Gibt es da vielleicht einen Performance-Vorteil, wenn ich da jetzt diese Lösung gegenüber der Match-Recognize-Lösung verwende? Und die Antwort ist in diesem Slide. Und kurz gesagt, ja. Faktor 2 fast, auf CPU-Basis. Von der I.O. sind beide Varianten grundsätzlich vergleichbar, weil beide lesen halt ein, wie es halt gut geht. Aber vom CPU-Aufwand ist in diesem Fall, bei diesem Beispiel, das Match-Recognize schon deutlich im Vorteil. Einfach dadurch, weil es sehr, sehr viele Sachen auf einmal erledigt in einem Wasch. Und das finde ich eigentlich, sagen wir mal, interessant. Schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Ich hatte neulich einen Kunden, der hat eine lustige Anforderung gehabt. Der ist jetzt letztendlich um Kommentare in so einem Messageboard oder was auch immer gegangen. Und die hatten halt so ein System, dass man Sachen, die man schon gesehen hat, bekommt man kein zweites Mal angezeigt. Man kriegt halt nur die Sachen, die neu sind, mit einigen Ausnahmen. Nämlich, wenn zwischen einer Nachricht, die schon gesehen, die noch nicht gesehen wurde, und einer anderen Nachricht, die noch nicht gesehen wurde, nur eine einzelne Nachricht drinnen ist, die schon gesehen wurde, dann soll die auch angezeigt werden, weil das am Screen auch nicht mehr Platz braucht als der Button zum Zeige mir diese Nachricht. Und das war umzusetzen. Und das habe ich da jetzt mal spaßhalber auch mit Match Recognize umgesetzt. Schauen wir es uns einmal an. Das sind also diese Kommentare, die ich da reingemacht habe. Da habe ich welche markiert. Sachen, die schon gelesen sind, die sind da nur so ganz schwach sichtbar. Und Sachen, die neu sind, habe ich da mit X gekennzeichnet. Und ich möchte jetzt eben alle anzeigen, die eben ein XL haben oder zwischen zwei XL drinnen liegen. Wiederum zwei Ansätze, Start-of-Group-Tagging und Row-Pattern-Matching. Ich fange mit Row-Pattern-Matching an, weil das andere ist einfach zu umständlich zu erklären, sagen wir es mal so rum. Das ist nämlich eigentlich beim Row-Pattern-Matching ganz einfach. Also die Define-Klausel ist relativ unüberraschend. Ich definiere mir halt mal so eine Pattern-Variable, in der ich sage, okay, die neuen interessieren mich. Und alles, was ich dann matche, da fängt es jetzt nämlich an in der Pattern-Klausel, da haben wir jetzt wirklich dieses Regular-Expression-Verhalten. Es fängt an mit New Plus. Und Plus bei Regular-Expressions heißt eins oder mehr. Also ich möchte ein oder mehr Zeilen treffen, die dieser Bedingung entsprechen, dass ein X gesetzt ist. Und danach habe ich in Klammer, da haben wir das, also das erste matcht nicht, danach matcht da mal zwei dafür. Dann geht es weiter. Dann eins, was Red heißt, gelesen, ist aber undefiniert, passt also auf jede Zeile, gefolgt von, und zwar genau eins, da steht kein Quantifier dabei, gefolgt von wiederum beliebig vielen News, also mindestens eins oder mehr. Und auch das matcht da oben, das wird farblich eingekringelt. Und diese letzte Gruppe hier, wo ich immer habe, eins, das schon gelesen ist, und plus eins oder mehr, das noch nicht, umgekehrt, das schon gelesen ist, das wiederholen wir bitte so oft du willst, das ist das Sternchen, null bis unendlich oft. Und das probiert halt die Datenbank und sagt, ja, okay, das passt dann noch einmal. Dann probiert es das noch einmal und kommt drauf, na, hoppala, da irgendwie das probiere ich, aber das passt nicht. Das Pattern passt nicht. Da hört dieser Match also jetzt auf und diese Zeilen, die ich da jetzt eingekringelt habe, alle zusammen, die zählen jetzt zu diesem einen Match. Das ist jetzt ein Match. Und hier habe ich dann auch gesagt, ich hätte gerne All Rows per Match, weil es geht mir hier nicht um Statistik, sondern ich möchte tatsächlich Nutzdaten haben und dann habe ich auch alle Spalten einfach so, wie man sie kennt. Das ist der erste Match. Es gibt dann natürlich auch noch einen zweiten Match. Auch nur ein einzelner entspricht diesem Pattern. Und ganz hinten haben wir halt noch so ein paar. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut und ist, glaube ich, auch halbwegs wartbar und verständlich. Vor allem, weil man bei Entwicklern unter Umständen schon darauf zählen kann, dass die ein bisschen mit Regular Expressions umgehen können. Ein bisschen. So. Jetzt haben wir da aber noch einen Spezialfall drin, nämlich das allererste. Das ist zwar eigentlich schon gelesen und daher nicht anzuzeigen, aber es ist jetzt nicht zwischen zwei Ungelesenen, sondern es ist zwischen einem Ungelesenen und ganz dem Anfang. Und auch da war die Anforderung, das würden wir bitte auch gern gleich im ersten Wasch mit haben. Also schauen wir uns das an, wie könnte man das mit dieser Regular Expression machen. Und ja, da haben wir es auch schon. Das heißt, ich fange ganz am Anfang an, sage ich, es darf am Anfang ein einzelnes Lesen stehen. Das Karree vor dem Lesen bedeutet ganz am Anfang der Gruppe.
Und das muss aber nicht dort stehen, deswegen habe ich es nochmal mit einer Fragezeichen versehen. Fragezeichen ist auch so ein Quantifier, der heißt 0 oder einmal. Also entweder ist es da oder nicht und es zählt dann zu dem Match dazu oder halt auch nicht. Das Gleiche habe ich hinten wiederholt. Der einzige Unterschied ist im Wesentlichen, dass es statt dem Karree für den Anker ganz am Anfang das Prozent für den Anker ganz am Ende verwendet. Und ja, auch das funktioniert. Und wie schaut das Ganze jetzt mit Window-Funktionen aus? Wer hat jetzt Angst? Völlig harmlos. Völlig harmlos. Das ist schon die Lösung, die auch diesen Fall ganz am Anfang oder ganz am Ende berücksichtigt, weil es relativ einfach zu formulieren ist, die Bedingung, wann soll denn sowas hergezeigt werden, nämlich entweder wenn es gesetzt ist oder wenn es zwischen zwei Gesetzten ist, und damit war es auch schon. Also es ist nicht immer unbedingt einfacher, aber dennoch, denke ich, kann man ganz oft nochmal drüber nachdenken. Es ist manchmal sehr überraschend, was man damit eigentlich dann leichter machen kann. Was ich euch auch nicht verheimlichen möchte, ist das Performance-Verhalten dieser beiden Queries. Das ist nämlich da jetzt auch interessanterweise durchaus wiederum alles nur CPU. Keine IO und sonstiges. Auch vorteilhaft fürs Match-Recognizing. Das finde ich dann schon erstaunlich. Und das war dann so ungefähr der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, naja, man kann damit bestimmt Pattern-Matching machen. Aber was kann man sonst noch alles machen? Und da kennt ihr vielleicht diesen einen Film, diesen hier. Apollo 13, wahre Begebenheit. Da gibt es diese Szene hier, wo es darum geht, okay, wie kriegen wir unsere Jungs jetzt wieder da zurück heil. Das eigentliche Raumschiff ist irgendwie zerstört und kann die Mannschaft nicht mehr am Leben erhalten, aber wir haben noch die Landefähre dabei. Und dann wird entschieden, okay, also wir gehen wieder in die Landefähre rein, das ist quasi so eine Überlebenskapsel und alles super. Und dann sagt irgendwer, naja, aber die Landefähre, fragen wir doch mal den Hersteller, ob die das überhaupt kann. Und dann fragt er den Hersteller, und er sagt, unsere Landefähre ist eine Landefähre, dafür würde sie gebaut, das kann sie. Und daraufhin sagt er, das ist mal Blunzen, wofür das gebaut wurde. Ich möchte wissen, was es kann. Und genau unter dieser Prämisse habe ich dann noch ein bisschen herumgespielt. Was kann man da noch so für Use Cases rausholen, an die man vielleicht jetzt nicht unmittelbar sofort denken würde und vielleicht trotzdem einen Vorteil rauskriegt, sei es performance-seitig oder einfach nur, weil es einfacher geht. Nächster Use Case. Ich habe gesagt, da geht es im Wesentlichen darum, dass man Kommentare anzeigt und wenn dann gelesene Kommentare nicht angezeigt werden, dann erscheint stattdessen ein Button, so von wegen, da kannst du noch Kommentare nachladen. Jetzt war es natürlich urpraktisch, wenn man da gleich wüsste, wie viele Kommentare sich hinter diesem Knopf noch befinden. Logischerweise mehr als einer, weil sonst wäre sie angezeigt. Also die Frage ist letztendlich, wie viele habe ich da jetzt nicht ausgegeben? Kann ich mir das jetzt auch gleich mit dem Query irgendwie mitliefern? Schauen wir mal. Da baue ich jetzt ein bisschen weiter in die Pattern-Klausel rein. Ich habe das vorherige Pattern, was mir das matcht, was ich eigentlich sehen möchte, die Kommentare, die ich sehen möchte, habe ich mal unverändert gelassen. Aber ich habe da schon wieder das Pattern erweitert, nämlich mit einem Oder. Man kennt auch das vielleicht aus Regular Expressions. Man kann sagen, wenn das eine nicht passt, probier das andere. Und genau das kann man da machen. Wenn du irgendwo bist, was kein Match ist, dann probier halt einfach das Nächste. Und auch da habe ich wieder eine Variable definiert, more heißt die jetzt, die ich auch unten definiert habe, als das müssen Sachen sein, die schon gelesen sind. Und davon kannst du bitte so viele matchen wie möglich. Und zwar schaut das jetzt sehr merkwürdig aus, wobei ich habe sie da drin. Top. Top. Also es gibt da mal die Alternative, wenn das erste nicht passt, nimm das nächste. Und da habe ich diese geschwungenen Klammern mit dem Minus drinnen. Da kann man nämlich auch das filtern, das ist eine andere Art zu filtern. Ich sagte ja, was nicht matcht, wird nicht ausgegeben. Kann man sich zwar dazu bestellen, aber defaultmäßig nicht. Man kann aber auch Sachen, die man matcht, sich abbestellen aus dem Ergebnis, indem man das in diese komischen Klammern mit Minus reintut. Und dann kommt jetzt da eigentlich nur noch eine Zeile raus, weil ich sage, du musst eine Zeile treffen, die more ist, und dann noch so viele du willst, null oder mehr. Aber die zeigst du mir bitte nicht an im Ergebnis, die interessieren mich nicht. Das heißt, ich kriege da mal nur eine Zeile raus. Ich konzentriere mal diesen ganzen Match auf eine Zeile hinunter. Und in der Measures-Klausel bin ich dann einfach so frech und sage, ich würde da jetzt gerne zählen, wie viele sind denn das eigentlich da drinnen, die ich da jetzt gematcht habe und eigentlich ja nur eine Zeile rausgebe. Und zähle da jetzt ganz einfach, letztendlich mache ich einen Count davon, muss aber einen, es gibt beides, es gibt Final und Running Counts, also ich kann sagen, entweder bis zu dieser Zeile, so Rerunning Total bei Window-Funktionen, oder halt am Ende, Final heißt das Endergebnis.
Und ich zähle dabei jetzt nur jene Zeilen, Count, die auch dieser More-Variable zugeteilt wurden. Da haben wir es. Also ich kann diese Variablen, die da unten im Define definiert werden, die kann ich dann oben wiederverwenden in der Measures-Klausel. Und kann jetzt ganz gezielt zählen, das sind nur jene, die auch diesem More-Kriterium, die unter diesem More-Titel gematcht wurden. Das heißt, bei dem anderen Match, beim gelben Match, ist das dann immer 0. Weil dort einfach keine Zeile drin ist, die dem More entspricht. Oder die unter dem Titel More gematcht wurde. Und bei dem anderen sind halt so viele, wie es halt sind. Aber es wird nur eine Zeile rausgeliefert, die schon diesen Wert beinhaltet. Jo, auch das funktioniert eigentlich ganz nett. Wie wird das jetzt ausschauen, wenn man das mit dem Start-of-Group-Tagging macht? Da wird es dann auch schon wieder ein bisschen, da muss man schon wieder ein bisschen mehr verschachteln. Aber letztendlich hat man dann auch eine Where-Klausel, die einem definiert, was man eigentlich so will. Ich habe das da jetzt über diese Gap-Länge definiert, also wie viele Kommentare sind da drinnen, die jetzt eben zwischen zwei Ungelesenen sind. Bei einem zeige ich es noch an, bei mehr nicht mehr und alles andere steht da drinnen. Auch da muss man sagen, CPU-seitig wieder mal das Match-Recognize im Vorteil. Eben, man kann damit eben sehr, sehr viel mächtige Sachen machen. Eben filtern auch noch auf sehr komplexe Art und Weise durch diese Klammern kann man sich zeilenweise aussuchen, was man denn haben möchte. Ja, und dann zu einem der überraschendsten Use Cases, weil ich mir dann gedacht habe, okay, also man kann damit offenbar mit Filtern auch irrsinnige Performance-Vorteile rausholen. Schauen wir uns einmal ein paar Use Cases an oder ganz speziell einen Use Case an, den eigentlich jeder mit Window-Funktionen macht und der auch wunderbar mit Window-Funktionen geht und seit 10 Jahren mit Window-Funktionen gemacht wird, worüber man nichts Schlechtes zu sagen hat, außer dass es jetzt vielleicht mit Match Recognize auch geht, vielleicht sogar besser. Und es ist das Top-N pro Gruppe. Das heißt, man hat aus zum Beispiel vielen Kommentaren zu vielen Themen, möchte man zu jedem Thema die 3 aktuellsten anzeigen. Altes Problem, taucht immer wieder mal worauf. Letztendlich geht es darum, die hier zu finden. Und dazu gibt es, wie gesagt, einerseits die Window-Methode, die habe ich da jetzt ganz unten gemacht, indem man einfach Row-Number und Partition beimacht und dann filtert, das zeige ich euch auch noch. Es gibt das Lateral-Subquery, das habe ich euch letztes Jahr, glaube ich, schon gezeigt. Das funktioniert gut, wenn man denn den richtigen Index dafür anlegen kann. Also das Ganze auch nur auf einer Tabelle ist, das ganze Order bei und so weiter, dann geht das gut. Das habe ich hier jetzt ausgeklammert. Das ist immer die schnellste Lösung, wenn der richtige Index da ist. Aber wenn das nicht geht, dann war immer die Window-Funktion eigentlich die Backup-Lösung, die dann eigentlich auch recht passabel funktioniert hat. So, wie schaut das jetzt aus? Zuallererst die Partition-By-Klausel. Man kennt sie natürlich auch schon vom Over. Die ist beim Match-Recognize ganz genauso erlaubt und tut auch ganz genau das, was man erwarten würde. Insbesondere ermöglicht sie auch Parallelisierung. Was ich dann da noch drin habe in der Measures-Klausel, da habe ich jetzt eine Running-Semantik bestellt. Das heißt, ich möchte fortlaufend eine Zählung haben. Das heißt, zähl mir in der ersten Zeile, sieht er nur die erste Zeile, in der zweiten Zeile sieht er die ersten 2 und so weiter. Funktioniert für alle Aggregatfunktionen, kann man sich einfach durch Running oder Final aussuchen, was man möchte. Bei Window-Funktionen würde man das wie machen? Rows between unbounded preceding and current row oder halt bis ganz ans Ende, unbounded following. Da braucht man plötzlich nur noch 2 Keywörter, running und total. Und das Pattern, ja, das Pattern, das kennt man vielleicht auch schon, wenn man Regular Expressions kennt. Also es soll anfangen, ganz am Anfang, ich muss da meine Notizen durchklicken. Es soll ganz am Anfang anfangen, das ist das Karree, das haben wir gehabt, das trifft den Partition Start. Das gilt also pro Partition. Danach matche mir irgendwas. Das A habe ich unten definiert als 1 ist gleich 1, einfach weil die Define-Klausel nicht optional ist und mindestens die Definition einer Variable braucht, auch wenn man es nicht braucht, wie in dem Beispiel. Und dann habe ich da wieder so einen Quantifier, das ist nämlich der konkrete Quantifier, wo ich sage, ich möchte das 1, 2 oder 3 Mal haben. Von mindestens 1 Mal, maximal 3 Mal. Und damit habe ich eigentlich dieses Verhalten schon umgesetzt. Wie gesagt, die Define-Klausel, es gibt tatsächlich Fälle, wo man sie gar nicht braucht. Und das ist ein gültiger Use Case, wo man halt einfach irgendwas reinschreiben muss. Wie schaut das Ganze mit Window-Funktionen aus? Naja, das kennt man schon so halbwegs. Also man nummeriert sich die Zeilen durch, partitioniert natürlich nach Thema, hat dieselbe Order-By-Klausel und schachtelt das dann einfach alles in einen Filter rein, wo man sagt, jeweils nur die ersten 3. Jo. Es gibt dann noch eine andere Möglichkeit, weil, also wenn ich vielleicht nochmal eins drücke, da habe ich jetzt hardcoded quasi reingeschrieben. Das ist auch etwas, diese Pattern-Variable, da kann man auch keine Bind-Parameter verwenden. Das sind Tokens.
Das sind keine Daten, das sind Tokens. Das heißt, wenn ich das zur Laufzeit anpassen will, dann muss ich entweder Strings zusammen konkatenieren im Java oder wo auch immer, oder muss man was anderes einfallen lassen. Und eine Möglichkeit, die es da jetzt dann auch nochmal so, der Kopf explodiert jetzt gleich, gibt, ist, man kann, ich kann auch da sagen, match mir bitte so viel du willst, mach nur. Und kann da unten definieren, wie viel eigentlich, oder noch zusätzliche Bedienungen machen. Weil ich kann auch da unten kann ich Aggregatfunktionen verwenden. Die haben zwar immer Running-Semantik, nur noch nicht, aber er probiert einfach die erste Zeile aus, zählt mit Running, okay, 1, und sagt, das kleiner gleich 3, geht, bei 2 geht das auch noch, bei 3 geht das auch noch und dann halt irgendwann mal nimmer. Man kann das also auch auf diese Art und Weise umsetzen. Performance-mäßig habe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied rausgemessen. Es ist nur, man kann es halt entweder data-driven machen, da kann ich es abhängig von den Daten machen. Das kann ich, wenn ich es mit dem statischen Quantifier mache, kann ich das nicht machen. Und da gibt es auch interessante Use Cases dafür. Ja. Ja, bei Regular Expressions gibt es den Punktoperator, das gibt es da nicht. Es gibt auch einige Sachen, also Regular Expressions ist schon ein Marketingbegriff. Ich habe euch schon fast alles gezeigt, was es kann vom Regular Expression. Es kann auch keine Charakterklassen, das ist auch manchmal unpraktisch, wenn man eben was reversen möchte, wenn man sagt, alles außerdem matche mir bitte. Das geht nicht mit den eckigen Klammern, das muss man einfach unten definieren, indem man das logisch negiert, dann hat man selber. Das Punkt ist, sowas gibt es nicht. Gut. Und dann wieder der obligate Chart, da sind wir nämlich jetzt wirklich schon fast bei dem Faktor 2. Für so eine einfache Anwendung, einfach nur wie dieses Top-N pro Gruppe. Ich vermute, es ist einfach deswegen, weil er nicht alles durchnummeriert. Nach den ersten 3 hört er irgendwie auf und schaltet sich in einen Interessiert-mich-nicht-mehr-Modus und dann ist er halt relativ flott. Nächstes Beispiel. Das ist ein Beispiel, das habe ich mir vom Stu Ashton ausgeborgt. Das ist, würde ich sagen, der gängige Blogger zu dem Thema. Wenn man irgendwas sucht zu Match Recognize, dann findet man meistens seinen Blog. Und er arbeitet so ein bisschen mit Intervallen, mit Zeitintervallen. Beginn, Ende und dadurch eben irgendwas definieren, Buchungen oder ähnliches. Ich habe die mal da so dargestellt, habe da auf die Zeitachse ein paar Intervalle draufgegeben. Die sind halt, sei es irgendwann eine Ressource belegt, sei es ein Arzt oder ein Zimmer oder was auch immer, völlig egal. Jetzt möchte ich damit zwei Probleme habe ich da. Erstens, ich möchte leere Spots finden. Auch ein Standardproblem, wenn man irgendwo Zeit einteilen muss. Oder das andere Problem, das ich durchaus ein bisschen erfunden habe, ich möchte diese Schließern. Das heißt, ich möchte zusätzlich zu den bestehenden Einträgen noch neue Zeilen generieren, die mir genau eben diese offenen Spots machen. Und da bin ich jetzt wirklich in diesem, was kann ich eigentlich alles damit machen? Ist nicht immer alles sinnvoll, aber man kann einiges damit machen. Fangen wir an. Leere Zeiten finden, also unbesetzte Zeiten finden. Ich matche einfach zu zwei Variablen, das A lasse ich undefiniert. Machen wir das gleich so. Und beim B sage ich eigentlich ganz genau, naja, okay, da muss einfach ein Loch dazwischen sein, zwischen dem Ende vom vorigen und dem Anfang vom nächsten. Wenn da ein Loch dazwischen ist, wenn das also kleiner ist und nicht kleiner gleich oder gleich, dann ist das ein Treffer. Das heißt, er versucht eine Zeile zu matchen und danach dann noch eine, die eben diese Bedienung erfüllt. Ich möchte jetzt nur eine Zeile pro Match haben, weil das ist eben, das Loch ist damit quasi getroffen. Was wir da jetzt dann noch Interessantes haben, da habe ich noch das Ding. In diese eine Zeile gebe ich eben aus die End- und Beginndaten. Da sieht man auch schon, dass man eben auf diese Variablen zugreifen kann und punktgenau sagen kann, ich möchte von der ersten das End und von der zweiten das Beginn haben. Kann ich also über diese Variablen sehr genau darauf zugreifen. Damit quasi stelle ich dieses Intervall auch schon dar. Das Spannende ist jetzt noch, das hier. After match skip to B. Jetzt gibt es nämlich gleich danach, kommt ja wieder so ein leeres Intervall. Und das Default-Verhalten von Match Recognize ist so, dass die Zeilen, die schon gematcht wurden, die werden nicht noch einmal versucht zu matchen, sondern er macht weiter nach der letzten Zeile, die einen Match ausmacht. Das heißt, er würde als nächstes anfangen mit dem letzten roten da. Ich kann aber eigentlich auch sagen, naja, okay, ich möchte eigentlich woanders nochmal anfangen, weil das letzte von meinem vorigen Match könnte auch das erste vom nächsten Match sein, wie ich es hier habe. Und da kann man dann auch sagen, after match, skip to, und dann kann man sagen, wo man gern weitermachen würde. Und da sage ich halt jetzt zum zweiten. Und damit fängt er eigentlich wieder mit dem zweiten an. Das heißt, er matcht mir die Zeile, die er schon mal hatte, das A, das was vorher ein B war, was das Ende war, wird jetzt noch einmal probiert zu matchen. Er wendet das Pattern von vorne nach hinten an, das heißt, er matcht einmal als A, das nächste matcht als B, weil da einfach kein Loch dazwischen ist, und so läuft das Ganze dahin.
Und so übersetzt mir das Ganze eigentlich diese Busy, die gebuchten Zeiten, in freie Zeiten. Wie schaut das Ganze mit Window-Funktionen aus? Eigentlich sogar einfacher, muss man ganz ehrlich sagen. Ist auch ja, durchaus noch eine gute Lösung. Aber man erkennt halt schon wieder diese Verschachtelung, weil mit dem Over kann man halt immer nur so eins nach dem anderen machen. Wenn man Match Recognize, kann man sehr, sehr viel auf einmal machen. Jetzt schaue ich mal das nächste Problem an, nämlich das Schließen der Löcher. Das heißt, ich hätte gerne eine Abfrage, die mir nicht nur die Daten liefert, wie sie schon in der Tabelle drinnen sind, nämlich also die Intervalle, die schon belegt sind, sondern zusätzlich hätte ich noch neue Zeilen gerne in diesem Ergebnis, das mir auch noch darstellt, die Sachen, die ich jetzt gerade separat selektiert habe, nämlich die Sachen, die noch frei sind. Und das kann man tatsächlich auch in einem Schwung machen. Man kann also aus einer Match-Recognize-Klausel auch mehr Zeilen rauskriegen, als man reingeben hat. So, ich fange wieder an. Ich habe jetzt definiert Busy und Free. Warum das Ganze Free heißt, werden wir gleich sehen. Also das Busy ist undefiniert, der matcht alles. Das Free ist im Wesentlichen so wie vorher, wenn ein Loch drinnen ist. Damit werden die zweimal gematcht. Diesmal sage ich, ich hätte gerne alle Zeilen vom Match. Also es geht einmal nichts verloren. Es wird nichts zusammengelegt. Die Zeilen, wie die Spalten da jetzt definiert sind, da gehe ich vielleicht so ein bisschen auf deine Frage ein, da kann ich mich austoben in dieser Meshers-Klausel. Da kann ich Cases reinschreiben. Was ich da jetzt mache, ist, ich schaue, wenn Free.begin 0 ist, dann mache ich halt irgendwas. Und das Free.begin ist auf jeden Fall 0 in der Busy, im Busy-Match, weil der Busy heißt Busy und nicht Free. So kann ich eben über diese Variablen, diese Pattern-Variablen, die ich eben den Zeilen dazuordne, kann ich eben auch rausfinden, wo bin ich eigentlich gerade in diesem Pattern. Und kann mich eben bei der ersten Zeile anders verhalten als bei der zweiten. Und was ich da jetzt mache, ist bei der ersten Zeile, die gebe ich einfach 1:1 durch. Das ist das Busy. Und die zweite Zeile, die verbiege ich genauso, wie wir es vorher hatten. Das heißt, das, was ich dort oben jetzt als Free gekennzeichnet habe, was die physische Zeile in der Datenbank ist, die verbiege ich mir jetzt einfach komplett für meine Zwecke, verwende eigentlich nur die Eigenschaft, dass es eine Zeile ist und setze mir die Spalten so, wie ich sie will, nämlich so, dass sie mir genau das Loch schließen. Damit ist das Loch geschlossen. Was ich da auch noch drinnen habe, ist der Classifier. Man kann also diese Pattern-Variablen, mit denen man die hier definiert, die kann man dann nicht nur da oben drin verwenden und auch in der Skip-To-Klausel, sondern man kann die auch noch ausgeben lassen. Nämlich Classifier ist so eine magische Funktion und die liefert dann genau den Namen zurück, den ich da der Pattern-Variable gegeben habe, unter welchem sie gematcht wurde. Also kriege ich da jetzt einmal raus Busy und einmal Free. Als String in Capitalized, so als wäre es ein Spaltenname. Kann man also dann in der Applikation auch noch herausfinden, unter welchem Titel wurde denn das gematcht. Ist zum Debuggen mörderisch praktisch. Ja, after match skip to next row habe ich diesmal geschrieben, einfach nur um es herzuzeigen, was man dann macht. Aber man kann auch sagen, die nächste Zeile nach der ersten Zeile, die du jetzt gematcht hast, dann wird immer nur um eine Zeile weitergeschoben, das Window. Und da kommt jetzt vielleicht auch schon ein bisschen heraus, was da passiert. Ich matche zwar eigentlich zwei Zeilen, verarbeite aber immer jede Zeile. Und dadurch kann man es auch zusammenbringen, dass eben mehr Zeilen rauskommen, als am Anfang reinkommen sind. Weil ich nämlich die Zeilen durchaus auch doppelt verarbeiten kann. Und genau dies mache ich mir hier zunutze, weil nämlich der nächste Match schon wieder sich zwei Zeilen schnappt. Der verbiegt die wieder, so wie ich es gehabt habe. Damit wird dann auch wieder das eine eben umgesetzt. Und am Schluss, weil ich da ein Fragezeichen habe, das Free muss nicht matchen, kann matchen, muss aber nicht, wird die letzte Zeile einfach mehr oder weniger durchgegeben. Und so habe ich beides auf einmal erreicht, habe ich also Zeilen durchgeschleust und noch neue Zeilen quasi dazu erfunden. Ist ja nicht unbedingt das Schönste. Da muss ich sagen, da war ich dann schon wirklich so im Apollo 13, was kann das jetzt alles? Wie würde man das mit Window-Funktionen machen? Wer weiß es? Möchte irgendwer eine Vermutung äußern? Es ist einfacher, als ihr glaubt. Noch einfacher? Naja, Union, was sonst? Also wenn man die Tabelle selbst haben möchte, plus noch neue Zeilen, dann würde man natürlich eine Union machen. Das ist einmal so das Naheliegendste. Da habe ich auch die Performance verglichen, muss aber sagen, die Ergebnisse waren komisch, weil das Union war tatsächlich noch schneller. Habe ich aber dann nicht mehr genau herausgefunden, warum, wieso, weshalb. Spätestens, das war allerdings alles in Memory, spätestens wenn I.O. dazukommt oder das vielleicht keine Basistabelle ist, sondern irgendein komplexer Ausdruck, kann sich das Ganze auch schon ändern. Also auch in diesem Fall wäre es mir wert, unter realen Bedingungen das Ganze nur auch mal auszutesten, um herauszufinden, ob es nicht vielleicht auch dort einen Vorteil bietet. So,
Wer ist noch bei mir? Ah, doch zwei. Ich bin jetzt beim Zusammenfassen. Was kann man mit diesem Match Recognize alles machen? Es ist wirklich unendliche Möglichkeiten. Einer meiner Kollegen hat einmal gesagt, es gab SQL vor Window-Funktionen und es gab SQL nach Window-Funktionen. Oi. Es gibt SQL vor Match Recognize und es gibt Match Recognize. Wahnsinn. Also man kann damit Group-By machen. Genau, man kann jedes Group-By, wenn man will, vollständig durch Match Recognize ersetzen und dann hat man auch immer Spielraum, zusätzliche Sachen zu machen. Man kann Window-Funktionen weitgehend dadurch ersetzen, nicht vollständig, weil man dadurch, dass man nur Final und Running hat, kann man zum Beispiel Moving Averages nicht vollständig abbilden, aber man kann sehr, sehr viel abbilden. Und dann hat man noch immer Spielraum, noch weitere Sachen in derselben Verarbeitung zu machen. Having und Where, also man kann eben filtern dadurch. Eben entweder sage ich, ich matche es gar nicht, dann ist es automatisch rausgefiltert per Default, oder ich kann es mit diesen Klammern rausnehmen. Da kann ich mal wirklich Cherry-Picking machen und sagen, die Zeile hätte ich, die nicht, die nächste wieder und so weiter. Man kann das Ganze eben mischen. Man kann nämlich, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe nämlich einerseits gesagt, ich hätte gern grundsätzlich alle Zeilen, aber dadurch, dass ich alle Zeilen außer eine von einer Gruppe herausnehme, mache ich da eigentlich quasi auch schon wieder ein Group-By dabei. Das heißt, ich kann Group-By und Nicht-Group-By auch so ein bisschen mischen. Ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber es geht. Man kann die datengetriebenen Matchlängen machen. Da, was das Stu Ashton da als Beispiel auch gebracht hat, das Bin-Fitting-Problem. Also man hat drei Container und möchte die anfüllen. Und da kann man tatsächlich über eine Regular Expression einfach sagen, gibt es in den ersten Container, wenn es reinpasst, in den zweiten und den dritten. Und der Ausdruck, der ob reinpasst, ist, der zählt halt einfach, ob dort noch Platz drin ist. Und das muss nicht nur ein Count sein. Das kann auch ein Sum sein. Das können alle sein. Anderes Beispiel, Geldwäsche. Ich kann schauen, dass ich summe. Ich kann mit der Summe definieren, ob das jetzt ein Match ist oder nicht. Das heißt, ich kann sagen, ich matche alle Transaktionen, die in Summe mehr reinkriegen als rauskriegen, innerhalb eines engen Zeitintervalls und dann vielleicht noch ein bisschen eine Margin vorsehe für irgendwelche Spezialfälle, falls den Geldwäscher was anderes. Man kann also mit Summen arbeiten. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und das, was dann überhaupt, also wie gesagt, das letzte Beispiel ist, man kann damit sogar Daten vermehrfachen. Das ist ja überhaupt das Erste. In gewisser Grenze, in sehr, sehr engen Grenzen, aber es geht in manchen Fällen. Und jetzt kommt überhaupt das Schlimmste, stellt euch vor, man kann damit auch Pattern matchen. Auch das ist möglich, ich habe es gehört und gesehen. Also die klassischen Beispiele sind so Aktiengeschichten, irgendwelche Peaks rausfiltern und so weiter. Das geht natürlich auch. Das könnt ihr bei wem anderen nachlesen, das ist ja einfach. Gut. Und falls ihr glaubt, ihr hättet jetzt alles gesehen, nein. Ich zeige noch ganz kurz her, was ich euch nicht gezeigt habe in dieser Präsentation. Es gibt natürlich auch noch das Non-Greedy Matching, also das Fragezeichen nach einem Quantifier. Das Default ist natürlich so, match mir so viel du kannst, man kann auch umschalten auf match mir so wenig du kannst. Es gibt eben das Show, Emit, Empty Matches und With Unmatched Rows. Ein Empty Match wäre zum Beispiel, wenn das Pattern sich liest A Stern und der Stern dann für 0 steht, dann ist das ein Empty Match. Dann kann ich mir dafür auch eine Zeile ausgeben lassen, indem ich sage Show, Empty Matches. Oder ich kann eben, wie ich schon angedeutet habe, With Unmatched Rows, ich kann mir die Unmatched Rows auch einfach durchgeben lassen. Man kann Meta-Variablen definieren mit Subset. Da kann man also zusammenfassen, ich möchte eine neue Variable definieren, die gegeben ist, als Konkatenierung heißt es, für die Variable ABC. Das braucht man dann, wenn man zum Beispiel in der Measures-Klausel irgendwie komplexere Sachen macht. Also ich möchte zum Beispiel den Durchschnitt nicht nur von der steigenden Flanke und der fallenden Flanke haben, sondern ich möchte eben, also nicht von einer Flanke haben, wo ich nur sage, durch Average von Up oder Average von Down, sondern ich kann auch Up und Down zu einer logischen Einheit zusammenfassen und dann darauf den Average, das Count und sonst was bilden. Und man braucht es ganz oft bei dem After-Match-Skip-To. Da braucht man das auch recht oft. Navigation innerhalb eines Matches gibt es. Previous, Next, First, Last. Wiederum unter Verwendung dieser Pattern-Variablen. Also ich kann nicht nur in dem ganzen Match als Ganzes sagen, das First und das Last oder das Previous oder Next, sondern ich kann auch gern sagen, das vorige A oder das nächste C und davon noch eins weiter mit Offset, also noch, die kann man teilweise vernesten mit First und Last, kann man die dann noch weiter verschieben. Also man kann auch da herum navigieren. Und neben der Classifier-Funktion, die ich euch gezeigt habe, die eben den Namen der Pattern-Variable zurückliefert, kann man auch noch den Match-Number abfragen. Das geht dann halt so 1, 2, 3, 4, 5. Das ist halt so quasi das Row-Number für Matches. Und ich habe bestimmt was vergessen. Bin ich da jetzt langsam durch?
So, gibt es auch schlechte Nachrichten? Oh ja. Wer verwendet Java? Ja, tut mir leid, bei euch geht's nicht. Oder nicht so ganz, wie man es gerne möchte. Weil es gibt gewisse Charakter, die haben spezielle Bedeutung. Das Fragezeichen ist ja wohl der wichtigste, weil das ist der Platzhalter für Bind-Variablen. Und jetzt ist es halt so, dass in diesen Regular Expressions, da hat das Fragezeichen halt auch eine Bedeutung, und zwar nicht die eines Platzhalters, sondern einfach nur die, zum Beispiel match mir das oder halt auch nicht. Oder halt auch das Non-Greedy Matching. Das funktioniert nicht gut. Also man kann da, wenn man ein Fragezeichen reinschreibt und das über JDBC rausschickt, dann kriegt man so einen Syntaxfehler, so von wegen irgendein In-Out-Parameter fehlt. Weil er glaubt, das wäre ein Parameter. Das muss man escapen, da gibt es eine eigene Syntax von Oracle. Oder man kann auch das Escape-Processing abschalten, was eigentlich keine Option ist, weil dann gehen Bind-Parameter überhaupt nicht mehr, was irgendwie auch nicht das Wahre ist. Dann hat man wieder das Injection-Problem. Also man muss das de facto, muss man das halt so escapen. Das ist jetzt ein Oracle-Spezifikum, um genau mit diesem Problem umzugehen. Bitte wie? Ein Stored? Ja, du kannst eine Stored-Procedure machen, durch Java aufrufen. Ja, es gibt bestimmt andere Lösungen, ja. Ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, das ist jetzt die Standardlösung. Ja. Ich denke schon, ja. Also das Problem im Fragezeichen ist ganz konkret der JDBC-Treiber. Weil fürs Oracle selbst ist ja eher die Doppelpunkt-Syntax relevant. Und beim JDBC-Treiber, der übersetzt es. Gibt es noch ein paar Situationen, in denen kriegt man not yet supported ORAS. Sind aber ehrlich gesagt jetzt nicht so. Ich bin zwar drüber gestolpert während meiner Recherchen, aber muss sagen, man hat dann eigentlich herausgefunden, dass das eher Blödsinn war, was man da gemacht hat. Also das ist nicht so schlimm. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ein Wermutstropfen, ein ganz ein kleiner ist, dass momentan nur die ganz alten, die SQL 92 Aggregatfunktionen funktionieren. Also in diesem Define und im Measures. Das heißt, dass er so Sachen wie, weiß nicht, Median und so weiter dann oben drüber noch machen, das wird dann noch einmal, da muss man verschachteln. Das war's aber eigentlich, das sind die Wermutstropfen. Ja, man braucht halt ein 12er Oracle. Wer hat eins? Ja. Dann würde ich sagen, legt's los.